Okay, auf der SD-Karte ist noch was Platz und ich habe gerade noch Post bekommen, also machen wir mal eine kleine Single-Take-Mailback oder versuchen es zumindest. Fangen wir mit dem hier an, das ist relativ schwer, steht irgendwas drauf. Nö, hat der Zoll seinen Sticker drüber gemacht, wäre ja auch sonst zu einfach, wenn wir wissen, was drin ist. Also, was haben wir denn hier Schönes? Wow, ah, okay. Das sind SSRs. Oh, viele SSRs. Okay, SSR Solid State Relay, damit kann man theoretisch Netzspannung schalten. Ob ich damit Netzspannung schalten möchte, steht woanders. Technisch ist das nichts anderes als ein Triac wahrscheinlich mit ein bisschen Ansteuerelektronik und das war's. Irgendwo habe ich auch noch einen hier rumliegen, wo auch immer er hingekommen ist. Ja, damit bin ich im Moment ein bisschen am Rumspielen. Ein paar auf Reserve kann nicht schaden. Also, ein paar davon. Das nächste ist sogar lesbar. Hier steht Plastic Sheet. Okay, das Plastic Sheet ist außenrum, würde ich behaupten. Mal gucken, was wir dann da drin haben. Was könnte denn ein Plastic Sheet sein? Ah, das ist kein Plastic Sheet, das ist ein TFT-Display für Arduino. Das ist für ein Projekt, da wird auch eins von denen hier zum Einsatz kommen. Oder zwei sogar. Vorteil von dem hier, der ist relativ groß und günstig. Ich arbeite meistens ja eher mit den OLED-Displays, aber hier brauche ich ein bisschen was an Fläche, um es anzuzeigen. 128x160 Pixel hat das Ganze, 1,8 Zoll würde ich sagen, Ansteuerung per SPI. Die Lötstellen sehen ein bisschen verschmordert aus, sogar mit SD-Kartenleser. Na gut, ein SD-Kartenleser besteht bei Arduino aus einem 3,3 Volt Regler und den Datenleitungen, die halt auf Pins gelegt sind. Wie gesagt, werden wir uns auf jeden Fall mal angucken. Ich hoffe mal, der wird wahrscheinlich auch von diesem UAG-Lib, was ich schon mal gezeigt habe, unterstützt. Da dürfte das recht problemlos funktionieren. Okay. Und hier haben wir noch irgendwo ein drittes. So, jetzt muss ich mal aufräumen hier, sonst habe ich gleich komplettes Chaos. Was haben wir hier? Das ist... Aha. Aus Niederaula. Ohne Typenbeschreibung. Also Versand aus Deutschland, Stern. Wir können, denke ich, davon ausgehen, dass das vom Chinesen importiert wurde und dann nach Deutschland geschickt wurde. Und das, was zum Geier ist das denn? Ah, okay. Das hier ist der eine Händler, der mich mehr oder weniger reingelegt hat. Das ist nämlich noch so ein Max blablabla K-Type Temperaturfühler. Na komm. Warum er mich reingelegt hat, das seht ihr hier. Wir haben also das Thermocouple, wir haben dieses Modul und wir haben diese Drähtchen. Mein Plan war, 5 zu haben von denen. Ich habe auch was bestellt mit 5 PCS und habe erst im Nachhinein gesehen, ja danke, mit 5 PCS sind die Kabel gemeint, nicht die Module. Jo, also das ist ein Händler, bei dem ich wahrscheinlich nicht nochmal kaufen werde. Wird aber jetzt warten, bis das noch ein paar mehr von den Temperatursensoren ankommen. Mir fällt gerade auf, das gehört auch zusammen und jetzt können wir schon mal so mutmaßen, was macht man mit einem Display, einem SSR oder zwei SSRs und einem K-Type. Ich denke, die meisten haben da schon so eine Idee. So ein paar Bauteile fehlen noch und dann wird es auch irgendwann dazu ein Video geben, aber wie auch immer, das hier kommt erstmal also die Bastelkiste und zwar ohne, dass ich gucke, ob es tut, was es soll.